Hey, da kommt jemand. Nein. Jetzt schon? Wer? Wo? Ja, es könnte sein. Ey, es kommt echt schon wer. Ja, ja. Neue Schäfchen kommen. Hier kommt jetzt Leben in eine Schafherde. Hä, das sind zwei. Echt? Ja. Oder? Oh, Ronald, das wäre aber kein guter Empfang. Jep, sag ich doch. Das sind doch zwei Frauen. Hä? Zu zweit ist ja abgefahren. Hallo. Hallo. Zwillinge, ja klar. Es gibt denn zwei Bitches mehr hier. Ihr sagt, wenn's losgeht. Na gut, los. Alles ja, gleich. Wer seid ihr denn? Ich bin Susanna, ich bin Ilona und dann sind wir Jakic zusammen. Ja. Okay. Wir sind Ilona und Susanna Jakic, aber uns nennt man auch Jakic Twins. Oder nee, nochmal. Können wir nochmal? So, hallo? Hallo, ich bin Susanna. Ich bin Ilona. Wir sind die Jakic Twins. Wir sind 25 Jahre alt geworden, wohnen in der Nähe von Köln. Wir schlafen zusammen, wir stehen zusammen auf, wir studieren zusammen. Wir gehen zusammen einkaufen, wir machen alles zusammen. In Instagram haben wir ca. 205.000 Follower. Auf TikTok haben wir ca. 1,3 Millionen Follower. Auf unserem Kanal findet man die Themen Fitness, Fashion, Twins Lifestyle, positive Einstellung, Motivation und Akzeptanz. Kein Problem. Daher kennt man uns. Ilona? Ilona. Ilona und Susanna, aber wie gesagt, einfach Zwillinge. Ja, aber irgendwann haben wir es schon aber drauf. Aber irgendwie müssen wir ja auch von euch ansprechen. Also. Ja, also wir sind immer, also die meisten sagen einfach Zwillinge. Zwilling. Genau. Ein Zwilling. Hallo. Hallo. Ilona, mein Gott, die sind ja, das gibt's ja gar nicht. Oh, das ist aber schwierig. Die sind ja noch gleich angezogen. Ja. Ich schwitze ja, Depp. Das kann man gar nicht unterscheiden. Eineige Zwillinge ist nicht was, was du alle Tage siehst. So. Und ich finde es schon ziemlich cool. Vor allem auch, wie cute die einfach sind. Dieselben Outfits und so. Das ist einfach richtig wie aus so einem Comic entsprungen. So. Heinrich, jetzt haben wir 8 Frauen hier, ne? Junge, holla die Waldfee, jetzt hier die Post erwartet. Boah, schön habt ihr es hier, ne? Ja, wow. Das ist ja schon fast wie ein Paradies hier, ne? Was heißt hier fast? Das ist das Paradies. Welchen Unterschied gibt es? Sie ist eher ein bisschen ernsthafter, habe ich so den Eindruck. Also sie lacht zwar auch viel, aber sie lacht noch ein bisschen mehr. Eigentlich nicht, aber... Sie ist Ilona, ne? Ilona? Ja. Genau. Ilona und ich was könnte wirklich alle einfach Zwillinge sagen. Wirklich, das ist einfach. Für uns, wir sind ganz ehrlich zu euch, wir können uns gut vorstellen, dass ihr euch das nicht denken könnt, aber für uns ist es echt komisch, wenn man uns mit Namen anspricht. Also für uns ist eher so Twins, Zwillinge, komm mal, wir gehen dahin. So was habe ich noch nie gesehen. Die sind ja wirklich ein Mensch, ne? Also, zwei menschliche Körper, aber irgendwie eine Seele und ein Sprachrohr. Es ist absolut crazy, dass diese zwei Menschen alles, und ich betone wirklich alles, zusammen machen. Teilen sie ein Zimmer, ein Bett. Wie ist es, wenn die eine mal einen Freund hat oder teilt man das dann auch? Oder? Ein wahrer Empathiebolzen, bestimmt ganz uneigennützig gedacht. Und weil offenbar gerade alle doppelt sehen, drängt sich eine wichtige Frage auf. Darf ich fragen, kommt ihr als eine Person? Als eine Person. Wir haben nur eine Stimme und wir sind eine Person. Ja, ja. Wir müssen dich jetzt beachten, als wenn es ein Schäfchen wäre. Wenn ich die Herde zähle, dann zählen ja zwei Schafe als eins. Das, irgendwie muss man das erstmal realisieren. Da passt ja das ganze Rechensystem nicht mehr. Und da haben sie jetzt beide einen Freund. Oder sind das noch Jungfrauen, oder wie? Ja, sowas fragen wir doch nicht. Na, das kannst du später. Ja, also, erstmal lässt man doch die Menschen ankommen. Aha, okay. Später kannst du kann ich dann später, wenn am Abend, wenn sie was trinken, genau, kann ich da kannst du dann zuschlagen. Und wie ist das mit dem Freund? Ich wollte gerade fragen. Genau. Das ist eine Frage, die mich echt interessiert. Wie also, wir haben keinen Partner. Genau. Dass sie natürlich gar keinen Mann haben,
Wo finden die denn zwei identische Männer? Aber wenn ihr mal dann Partner möchtet und Kinder und Familie gründen möchtet, wie wollt ihr das machen? Ehrlich gesagt, so weit seid ihr noch nicht. Nee, also wir denken uns, sowas können wir nicht jetzt planen. Ja. Es wird eh anders kommen. Ich denke, man muss wirklich für die eine Show machen. Man muss ungefähr 10 Zwillingsmänner nehmen, damit sie sich endlich einen Mann aussuchen. Denn im Moment sind sie alleine. Apropos, ihr bleibt auch nicht alleine. Ey, da kommt jemand. Jetzt kommt wer, jetzt kommt wer, jetzt kommt wer. Hä, was ist das? Guck mal, das sieht ganz komisch aus. Es ist kein Mensch. Wenn ihr wüsstet. Hä, was ist das? Hä, aber das sieht ganz komisch aus. Was? Wartet ab, bis ihr es von nahem seht. Ich sehe gar nichts. Da kommt ja aber viel heute zu heute. Also jetzt geht man immer dahin und sagt dann so Hallo oder? Ja. Hi. Rainer Kallmund, glaube ich. Nein, Quatsch. Doch. Ja, stützen sich auch immer alle so auf die noch. Ja. Ja. Hallo. Moin. Oh mein Moin. Gott. Hammer. Aber es ist nicht immer so harmonisch, glaub mir. Nein. Ich bin bei Heinz und ich bin glücklich, bei euch zu sein. Heinz. Das glaub ich doch, ja doch, nicht. Doch, 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 doch. Hallo. Ich bin der Karl-Heinz Fürst von Sayn-Wittgenstein. Das Leben eines Fürsten ist genauso wie das Leben eines jeden anderen. Ich bin adoptiert in jungen Jahren und dazu stehe ich. Ich habe ein Coaching-Programm und es gibt tatsächlich Leute, die kaufen das. Also meine Lunge ist wie ein Babypopo. Wenn ich 100 Zigaretten am Tag rauche, und ja, die rauche ich, dann hat meine Zigarette ein Zehntel Nikotingehalt. Muss man es durch 10 teilen, sind es ja bloß 10 Zigaretten. Nachdem ich die Hälfte der Zigarette ausmache, sind es bloß 5. Versteht keiner. Und das letzte Stück ist das gefährlichste, rauche ich gar nicht. Boah. So, da muss ich mir gleich noch mal eine anzünden. Liebe Kinder, der Opa ist schon was älter und hat sich verrechnet. Selbst wenn man nur einer am Tag quarzt, schadet es der Gesundheit. Ist so. Der Tee zieht 3 Minuten, bei uns verweilt aber ein bisschen länger, oder Heinzi? Das ist wegen Promi Big Brother. Da halte ich ja noch den Rekord mit dem kürzesten Aufenthalt ever. Weltweit. Bin ich auch stolz drauf, muss ich sagen. Ich weiß ja nicht, ob jetzt hier allein schon wegen der Hitze dieses Saaler der Vorhof zur Hölle ist. Es könnte aber auch für mich die Eingangshalle zum Paradies sein, wenn ein paar Engelchen dabei sind. Die haben wir wie Sand am Strand. Ich will mir selbst beweisen, dass ich sowas durchstehe. So einfach ist das. Bart, gib mir deine Hand. Ja. Heinz weiß, wie man sein Personal motiviert. Hopp. Heinz, waren wir nicht zusammen bei Promi Big Brother 2018? Ein Tag mal. Ja, ich weiß, du bist ja gegangen wegen der Cola, aber hier gibt's Cola. Ja. Ja, herzlich willkommen, ich freue mich. Ja, Heinz, grüße. Grüß dich, junger Moin, Mann. Moin, Jan, hi. Mensch, du bist ja, Jan, du bist ja ein Popeye. Hopp. Heinz, ja, ja. Dann war er einmal ganz kurz im Big Brother Haus und ist rausgegangen, weil er keine Cola gekriegt hat. Ich bin mal gespannt, wie lange Heinz es hier aushält. Ich bin ja kein Influencer, aber ein Faulenzer. Und ich bin keine Gefahr für den Sieg, glaub was. Hier sind sich Heinz und Kunz bekannt. Grüß Gott, Herr Schill. Ja, grüße. Der Fürst tut selbst. Der Fürst ihm selbst, ja. Normalerweise schickt er doch das Personal. Ronald Schill kenne ich nicht persönlich. Intelligent ist er. Er macht wohl viel Mist. Aber das gehört vielleicht zu seiner Show, die er da macht. Und gibst du hier ein bisschen Gas in der Sala? Natürlich. Beziehst aber, du die Mädels oder was machst aber du? Aber jetzt habe ich ja gute Gesellschaft. Der Fürst ist auch vor allen Dingen eine Persönlichkeit, die mit hier prallem Selbstbewusstsein ankommt. Und das ist eine Bereicherung. Oha, das klingt, als könnten wir uns auf einen Pillermann-Vergleich zwischen den beiden Alpha-Männchen freuen. Gewinnen will ich nicht. Aber sollte ich gewinnen, verteile ich auf 2., 3. und 4. Platz die Siegesprämie. Weil Kohle brauche ich nicht. Aber Spaß. Ich habe zwischendurch mich bei dem Gedanken erwischt, hat der Boy wirklich so viel Kohle, wie er tut? Ich habe genug Kohle, ja. Und genug Einnahmen, ja.